so ging mein Prozess los. Im Januar 2016 habe ich auch gedacht, es ist mal Zeit zu entrümpeln. Und habe, ich glaube, sogar 4 Wochen insgesamt darauf verwendet, meinen Keller, meine Wohnung und meinen Kopf zu entrümpeln. Und da war die Hymne von Silbermond so mein Lied. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Das ist sehr cool, ja. Und es war auch so. Also als das dann so beendet war und dann plötzlich so viel Freiraum war, habe ich gedacht, okay, was denn jetzt? Also jetzt ist eine Phase zu Ende. Jetzt darf was Neues ins Leben kommen. Dann bin ich auch schon so ein bisschen unruhig geworden, dass ich gedacht habe, passiert gar nichts. Und dann passierte eine ganze Menge. Und dann hatte ich so ein lebensveränderndes Gespräch mit einem Freund, der mich eben brachte auf dieses Thema Pilgern, auf dieses Thema Jakobsweg, weil ich da auch immer schon gesagt habe, ich würde ja so gerne, aber also der Camino Francés ist zu lang und er geht über die Pyrenäen und ich komme die Berge hoch, aber nicht wieder runter und dieses und jenes. Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, also da habe ich was für dich, geh den portugiesischen Camino, weil der ist deutlich entspannter und auch viel kürzer. Und das war so ein Gespräch, der eben nach dieser Entrümpelungsaktion so alles ins Leben, ins Rollen gebracht hat. Und dann war ich auf dem Jakobsweg und habe halt festgestellt, dass du 3 Wochen lang eben auch super mit 8 Kilo auskommen kannst. Ja. Und jetzt war ich auf Weltreise und du kannst 4 Monate lang ganz prima mit 13 Kilo auskommen und du brauchst nicht mehr. Und ich hatte es im Vorgespräch schon erwähnt, also ich wohne tatsächlich im Augenblick noch auf 120 Quadratmetern und jetzt war es aber so, dass ich, je länger ich unterwegs war, umso kleiner wurden meine Apartments, meine Wohnungen, meine Zimmer, so Wohnschlaf, Essklo. Und je kleiner die wurden, umso wohler habe ich mich gefühlt. Weil genau, es geht nicht darum, die Dinge zu sammeln, es geht darum, die Erlebnisse zu sammeln, die Eindrücke aufzunehmen, das, was das Leben dir bietet. Und dafür braucht man keinen vollgestopften Keller. Hm. Machst du noch Fotos, wenn du unterwegs bist? Also machst du Fotos? Ja, ich mache noch Fotos, aber bei Weitem nicht mehr so wie früher. Und ich habe das... Und ich glaube, je mehr ich gesehen habe, wie viele Fotos andere machen, umso weniger ist es bei mir geworden. Weil ich war ganz entsetzt. Also ich war auch in Asien unterwegs und ich war in Angkor Wat in Kambodscha und habe so diese Energie dieser Tempelanlage gespürt und war da so ganz ergriffen. Und dann, es waren Chinesen, ich kann es einfach nicht ändern, die da in Massen gewesen sind mit ihren Selfie-Sticks und auf dem Tempel rumgeklettert sind, wo ich gedacht habe, warum seid ihr eigentlich hier? Also seid ihr nur hier, damit ihr dann im Nachgang beweisen könnt, ich war jetzt hier und ich habe da ein Selfie? Oder wart ihr eben hier, weil euch das Kunstwerk interessiert, das Baudenkmal, die Geschichte, die dahinter steckt, die Religion, die dahinter steckt? Und je mehr ich das eben gesehen habe, das ist bei vielen so, ich will nicht urteilen, aber für mich wirkt es sehr oberflächlich. Umso weniger Fotos habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich hatte einmal einen bei einem Nachbarn, der hat einen Austauschschüler aus, wo kam der her? Italien, genau. Nee, USA, genau, USA kam er ja, genau, es war weiter weg. Und der war dann irgendwie so ein Jahr hier und der hat dann immer so kleine Wochenendtrips so am Wochenende gemacht. Klar, sagt schon das Wort Wochenendtrip. Und hingeflogen, Mailand, Fotos gemacht, zurück. Mhm. Sodass er gesagt hat, ich war dann überall. Genau, also da hat sich dann seine Reise hinterher auf den Fotos angeschaut. Und so ungefähr. Also, und es gibt aber natürlich auch den Mittelweg, dass manche Leute eben sagen, ja, ich wegen der Bedeutung, aber trotzdem möchte ich mich daran erinnern. Ja. Und ich persönlich auch, ich fotografiere eben immer weniger. Ich mache manchmal kleine Schnappschüsse. Und ja, klar, wegen Instagram und so weiter und so fort, mache ich mal ein paar Fotos. Aber würde ich nicht, das ist ja für mich Werbung, mhm, würde ich das nicht machen, würde ich wahrscheinlich auch ganz vieles nicht filmen, nicht fotografieren, sondern einfach nur zur Seite legen und den Moment genießen. Genießen, genau. In meinem Herzen, in meiner Seele abspeichern. Ja. Und das haben wir halt ein Stück weit verlernt, tatsächlich im Jetzt zu sein und zu genießen. Und ich war im letzten Jahr, habe ich mir mal so ein Schweigeseminar gegönnt, war bei so einem Zen-Seminar im Benediktushof in Holzkirchen. Gleich noch ein bisschen Werbung gemacht, weil es wirklich, wirklich schön ist. Ja, super, jetzt muss ich hier Werbung reinschreiben. Werbung, Werbung, Werbung. Ja, das mache ich aber also wirklich also aus vollem Herzen, weil ich das Konzept dort wirklich wunderbar finde. Und da war es tatsächlich so, dass ich
dort das verstanden habe, eben nach diesen Tagen oder während dieser Tage, da bin ich eben auch durch diesen Zen-Garten gelaufen und habe so die Blätter gesehen, wo die Regentropfen so dran perlten. Das war ein wunderschönes Fotomotiv. Und ich habe gedacht, vermutlich würde ich es normalerweise fotografieren. Und jetzt nehme ich es einfach nur mit meinem Blick auf. Und ganz ehrlich, das, was ich jetzt im Kopf habe, also ich sehe jetzt im Augenblick genau dieses Bild vor mir, ist viel, viel, viel tiefer, als es jemals ein Foto zeigen könnte. Weil Fotos zeigen nie das, was du gesehen hast. Du kannst damit irgendetwas verbinden, du kannst eine Emotion damit verbinden und so weiter. Und also keine Frage, auch ich habe jetzt Fotos von meiner Weltreise ausgedruckt an meiner Wand zu Hause hängen, um mich eben daran zu erfreuen. Das. Und gleichzeitig ist es nie das Bild, was du tatsächlich gesehen hast. Und also wie gesagt, an dieses Blatt mit den Regentropfen erinnere ich mich heute noch viel, viel plastischer. Hm. Eine Sache fand ich letztens, ich hatte vor einigen Wochen, habe ich über meine Krise gesprochen. Mhm. Ja, die ist natürlich, wenn ich mir jetzt deine Sachen hier angucke, was du jetzt gerade alles erlebt hast und sowas ein Witz ist, ja, jeder hat ja seine eigenen Sachen, es gibt nicht besser und schlechter, ich weiß. Aber trotzdem eben, ich hatte also meine Krise da irgendwie vor 3 Monaten. Für mich war es sehr, sehr heftig. Und als ich dann eben das so erzählt habe und dann im Nachhinein, genau, es war sogar, glaube ich, sogar bei YouTube oder irgendwo, da hat dann eine geschrieben, naja, also wenn man nach 2-3 Tagen da rauskommt, ne, und schon Lösungen hat, ne, da war es ja keine Krise. Und wer legt das fest? Ich habe gedacht, also, das finde ich so schön, dieses Schwarz-Weiß-Denken immer wieder, was immer wieder hochkommt, wo ich so denke, vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Es kann sein, dass die Lösungen schon die ganze Zeit in mir drin waren, ich sie aber bisher nicht ausgelebt habe, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ploppten die eben und durften nach oben. Dann kannst du mich mal sogar 1-2 Stunden gehen. Mhm. Heißt ja nicht, dass ich sofort diesen Weg dann gehen kann. Ne? Von heute jetzt auf gleich geht sowas häufig nicht, aber die Lösung im Kopf haben und zu wissen, wo es hingeht, definitiv, das geht sehr wohl. Ist deswegen eine Krise weniger schwer? Nee, ich glaube nicht. Denn gerade da ist es ja häufig so. Gerade wenn eine Krise wirklich sehr, sehr, sehr erschüttert, und mich persönlich hat sie eben wahnsinnig erschüttert, und ich wirklich kein Ende gesehen habe, also keine Lösung für einen kurzen Moment, bis ich dann merkte, so, oh, es erschreckt mich gerade, und dann eben doch die Lösung gesehen habe und den Weg wieder gegangen bin. Gerade weil es so einschneidend für mich war, habe ich die Lösung so schnell gefunden. Genauso wie du ja eben dann auch. Gerade dann machen wir uns ja Gedanken über etwas. Und ich glaube, es darf dann auch schnell gehen. Und es darf aber auch langsam gehen. Es darf eben jeder in seinem Tempo machen. Aber ich fand diese Aussage ganz lustig. Erlebst du sowas manchmal auch im Coaching, dass jemand sagt, na, so einfach kann die Lösung ja nicht sein. Weil ich denke ja schon seit ein paar Jahrzehnten und habe damit meine Probleme damit. Das kann ja nicht so einfach sein. Ja, 2 Gedanken dazu. Also einmal nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, dass es so dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt. Da bin ich mittlerweile auch sehr, sehr, sehr allergisch, weil, also ich hatte letztens auch so eine Krise, eben gerade als dieses Arztgespräch gewesen ist, und es ist nichts Dramatisches, also alles gut, aber es war so, dass ich gedacht habe, und ich möchte so gern auch mal schwach sein, und dann habe ich es mit jemandem besprochen, der mir eigentlich sehr nahe steht, und die dann auch gesagt hat, naja, aber du bist doch die Starke und du kommst doch da raus und du willst das doch so und du warst doch alleine auf Reise und du erzählst doch auch in deinem Podcast darüber und du hältst doch sogar Vorträge darüber, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja alles richtig, aber darf ich denn nicht auch mal schwach sein? Darf ich mich nicht auch irgendwo irgendwann mal anlehnen dürfen? Nö, das bist du nicht. Also irgendjemand anders sagt mir, wie ich bin. Das finde ich echt spannend. Mhm. Und das hat mich auch ein Stück weit verletzt, weil ich eben so auch als ganzer Mensch gesehen werden möchte. Und eben nicht nur, na klar habe ich diese starken Seiten an mir und das ist gut und wichtig und so soll das auch bitte bleiben. Und gleichzeitig gibt es die schwachen Anteile, die dürfen auch raus. Es darf alles sein. Und ja, und natürlich gibt es Klienten, die kommen und sagen, naja, aber so einfach kann es jetzt nicht sein, wo ich dann also auch immer lache und sage, doch, Leben darf auch einfach sein. Und es muss nicht immer so diese ganz komplizierten Umwege sein. Manchmal ist es so, dass es so einfach Denkblockaden sind oder ein Glaubenssatz. Wenn der aufgelöst ist, ich hatte das gerade letztens, war eine Klientin, die hatte den Glaubenssatz, sie muss bescheiden sein. Also sie ist jetzt groß geworden in ihrer Familie. Da ging es also darum, es ist ganz wichtig, bescheiden zu sein. Und sie war nicht wirklich in der Lage zu sagen, was ihre Stärken sind.
Und dann habe ich gesagt, okay, also stell dir mal vor, du müsstest nicht bescheiden sein. Was sind denn deine Stärken? Und das, am Anfang war es ein bisschen langsam und dann kam immer mehr und immer mehr. Und dann bis zum Ende des Coachings, wir waren schon bei völlig anderen Themen, dann kam dann nochmal was und nochmal was. Und dann hat sie mir dann am nächsten Tag geschrieben, wie wunderbar das ist, dass sie eben auch mal also ihre Stärken zulassen kann, dass sie mal selber drauf gucken darf und dass sie das jetzt so erfüllt. Ja, es darf auch einfach sein. Hm. Naja, finde ich auch. Denn wie häufig denken wir uns eben, um bei diesem Rauchen aufgehören, also ich habe nie geraucht, ja, aber wie häufig denkt man sich zigtausend Strategien und lässt man sich hier hypnotisieren, liest da nochmal endlich Nichtraucher und dann kommt eben irgendein einschneidendes Erlebnis und von jetzt auf gleich, zack, hören wir auf. Denn ganz häufig, wenn man fragt, wie hast du aufgehört? Ich habe einfach aufgehört. Genau. Entzugserscheinung? Nö. Nö. Ja, genau. Das sagt jetzt jemand, der nie geraucht hat. Ja, also insofern, mir ist das schon bewusst. Aber ich habe mich zum Beispiel mal von Zucker entwöhnt, komplett. Holla, die Waldfee. Ja, da brauchen wir Raucher nicht kommen mit ihren körperlichen Entzugserscheinungen, denn offiziell gibt es ja laut Ärzten keine körperlichen Entzugserscheinungen beim Rauchen. Beim Zucker? Sehr wohl. Okay, wie hast du das gespürt? Es ist so, dass das, du hast ja sowieso immer diesen ganzen Insulinspiegel hoch und runter und so weiter und so fort. Und du kennst ja dieses Hungergefühl, dieses, ja. Ah, ich will was haben. Das ist ja dieses, ne, Zucker füllt es ja. Irgendwie nach. Und mit raffiniertem Zucker geht es ja am schnellsten. Ja. Und bei mir war es so, ich bin richtig krank geworden. Ich hatte so eine, ich habe dann über entgiftet und so stark über die Mandeln entgiftet, dass ich habe nur noch heulen zu Hause. Ich habe irgendwie mit dem letzten Atemzug, also letzten Atemzug, ne, aber mit letzter Kraft noch meinen Vater angerufen und gesagt, oh, fahr mich irgendwie zum Arzt. Ich konnte kaum reden, weil mir das alles so weh tat. Mhm. Und dann bin ich von einem Arzt zum nächsten und die immer so, die müssen raus. Und ich dann nochmal so, ich mache übrigens gerade eine Entgiftung. Ist egal, die müssen raus. Ist ja unglaublich, die müssen raus. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, Papa, nächster Arzt. Und dann bin ich endlich zu einem hin. Ich habe gesagt, ach so, Sie entgiften gerade. Ja gut, dann nehmen Sie das, halten Sie durch. Hier ein bisschen was gegen die Schmerzen und so. Ne? Tapfer, bleiben Sie so. Da sind wir immer ganz schnell dran, die Symptome zu bekämpfen und ja, nicht genau. Die Ursachen genau. Ganz schnell. Und das war tatsächlich wegen des Entgiftens. Und sowas Heftiges habe ich auch nicht so schnell wieder erlebt. Also es war ein Zittern am ganzen Körper, weil der ganze Körper, der ist ja komplett auf Entzug. Das ist ja wie, manche sagen ja auch, ist ja fast wie Heroin. Also manche Ärzte, ja, ich will mir jetzt keine Meinung darüber erlauben, ich habe nie Heroin genommen, war da immer in Anführungsstrichen ein braves Mädel. Ich habe nichts in der Richtung ausprobiert, deswegen kann ich auch nichts über Entzug bei den Sachen eben sagen. Und damit will ich nicht sagen, dass jemand weniger brav ist, der sowas nimmt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Absolut. Bei mir war es eben immer so, nicht dieses, man muss bescheiden sein, sondern eben, ich will meinen Eltern keinen Kummer machen. Mhm. So, und insofern habe ich diese ganzen, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich nehme keine Drogen, ich habe keinen Rauchen ausprobiert, mal zweimal so ein bisschen gepafft und gemerkt, das ist nicht meins. Mhm. So, und das war es dann eben auch. Insofern kann ich da nicht mitreden, aber Zuckerentzug, und da sagen eben Ärzte, das ist ganz, ganz heftig. Und da hast du wirklich körperlich eben auch, manche mehr, manche weniger, wirklich was zu tun. Wenn du es dann eben machst und dann eben ganz viele Früchte isst, kann es besser sein. Mhm. Habe ich gemacht, war trotzdem heftig bei mir. Okay, insofern, man kann es eben auch einfach so dann eben schaffen, wenn es was Notwendiges ist. Absolut. Wie bist du da eigentlich nochmal ein paar Schritte zurück rausgekommen? Du hast ja gesagt, du hast dir Gedanken gemacht über ne, Sinn des Lebens und so weiter. Hattest du da Hilfe? Hattest du einen Coach oder war es wirklich nur, dass du hast das Buch gelesen und hast sofort geguckt, wer gibt Trainings? Gibt der Autor auch Trainings und Coachings? Auf die Idee muss man erst mal kommen, dass er das auch macht. Ne? Manche schreiben ja einfach Bücher und geben deswegen nicht sofort ein Coaching oder auch kein bezahlbares Coaching. Wie hast du es gemacht? Wie hast du die Hilfe geholt? Oder hast du überhaupt Hilfe geholt? Also es ist ja doof, wenn ich jetzt als Coach sage, ich habe es ohne Hilfe gemacht. Ne? Also hast du ohne Hilfe? Ich schneide mir gerade ins eigene Fleisch. Das ist nicht wirklich sehr geschäftstüchtig, aber ich bin halt so ein ehrlicher Mensch. Nein, ich habe mir keine Hilfe geholt. Es war also tatsächlich mein eigener Prozess, der da angestoßen worden ist mit dem Jakobsweg und tatsächlich mit dem Buch Das Kaffee am Rande der Welt. Das eben so ein Stück weit vermittelt, denk mal über dein Leben nach, also warum bist du hier, was ist der Sinn deines Lebens, führst du ein erfülltes Leben, hast du Angst vor dem Tod und das ist ein wirklich recht einfach geschriebenes Buch und gleichzeitig trifft es so den Nagel auf den Kopf und
Es gibt da noch eine ganze Reihe anderer Bücher. Das zweite Buch heißt Das Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Das spielt auf Hawaii. Das hat mich so inspiriert, dass ich, während ich dieses Buch gelesen habe, beschlossen habe, ich muss dringend mal nach Hawaii fliegen. Ich habe erst mich entschieden, nach Hawaii zu fliegen und habe dann mal auf der Karte geguckt, wo das eigentlich liegt. Gut, dass ich es in der Reihenfolge gemacht habe, weil es ist wirklich verdammt weit weg. Und dann habe ich halt wirklich diese Entscheidung für mich alleine getroffen. Und die Seminare, wie kommt man da drauf? Die stehen tatsächlich am Ende des Buches, steht dann drin. Und wenn du weiterführende Informationen haben willst, dann melde dich bei John Stolecki and Friends. Weil es tatsächlich so ist, dass der Autor nach den Büchern gefragt worden ist, John, es ist ja super, was da drin steht, aber wie mache ich das denn jetzt? Okay, also steht explizit im Buch drin. Ja. Genau, und dann hat er damals gesagt, okay, dann also entwickelt er ein Konzept, einen Prozess dafür, dass es dann erstmal in Amerika gegeben hat und jetzt seit 4 Jahren es auch in Deutschland gibt. Das ist so ein 3-Stufen-Prozess, 3 Seminare, die aufeinander aufbauen, wo du dich eben tatsächlich mit deinen Werten, mit deinen Herzenswünschen und mit deinem Sinn des Lebens, mit dem Zweck der Existenz beschäftigst. Und ich bin im Januar letzten Jahres bei diesem Seminar gewesen. Ich war schon auf meinem Weg und ich wollte aber trotzdem mal schauen, ja, was wird denn da so angeboten, wie läuft das da so, und war so fasziniert von dem Konzept, dass ich gesagt habe, ich will das auch. Und bin dann also in der Pause zu der Seminarleiterin gegangen. Also wir nennen uns Reisebegleiter, weil wir die Teilnehmer auf einer Reise, auf der Reise zu sich selbst begleiten. Und habe gesagt, du Marianne, das ist so toll, was ihr hier macht, was kann ich machen, um Mitglied eures Teams zu werden? Und dann hat sie mir den Prozess erklärt und ich hatte das große Glück, es gibt ja keine Zufälle, aber ich hatte das große Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt die Firma darüber nachgedacht hat, ein bisschen in andere Standorte mal zu expandieren. Also am Anfang war es nur Hamburg, jetzt ist es auch München, manchmal Leipzig, jetzt waren wir gerade 3 Tage in Düsseldorf. Wir sind in der Schweiz und in Österreich. Und insofern bin ich seit Mitte letzten Jahres dort im Team von John Stolecki and Friends und bin ganz glücklich, tatsächlich die Teilnehmer, die natürlich alle freiwillig kommen, das ist dann eben so eine schöne Energie, weil die sich ja alle schon auf den Weg gemacht haben, dabei begleiten zu dürfen, zu gucken, wo ihre Entwicklung hingehen kann. Also bist du jetzt auch Reisebegleiterin. Machst du es auch eigenständig oder immer mit einem anderen, noch mit jemandem anders zusammen? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen auf die Gruppengröße an. Zumeist sind wir zu zweit. Das ist auch schön, weil dann immer so 2 verschiedene Energien aufeinandertreffen, die dann so in der Summe sehr gut mit den Teilnehmern arbeiten können, weil es dann eben für jeden etwas gibt. Weil in den Seminaren ist es so, dass es viel so Übungen gibt, wo die Teilnehmer so in sich selber gehen und mit ihrem Unterbewusstsein auch arbeiten, wo es eben auch Unterstützung von uns bedarf und dadurch ja auch ganz viele verschiedene Menschen hast mit vielen verschiedenen Veranlagungen, ist es ganz gut. Für den einen bin ich gut, für den anderen dann der andere Trainer und das ergänzt sich sehr schön. Es gibt ja also einige Trainings, manchmal eben auch von vielleicht jetzt nicht ganz so, würde ich jetzt mal sagen, nicht so wertschätzende Menschen, was mein Wertesystem eben angeht, sondern einfach so, wir machen tschakka, 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 tschakka und wir sagen uns, wir öffnen uns ja alle gegenseitig und dann gehen wir da raus und so. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass manchmal eben auch so diese Selbsterfahrung, diese Persönlichkeitstrainings, auch gerade wenn es so aufgebaut ist, 3 Module und so weiter, vielleicht auch bei manchen so ein bisschen so einen Beigeschmack haben, ach, schon wieder so etwas. Wobei bei euch einfach, also bei diesem Konzept, bei euch sage ich es einfach, bei diesem Konzept ja einfach, dieses Buch ist einfach ein Renner. Ne? Und jetzt ist einfach, ich habe selber noch nicht gelesen, ich habe schon so oft davon gehört, jetzt denke ich, oh, ich muss dieses Buch mal lesen. Nee, müssen nicht, aber ich werde dieses Buch irgendwann mal lesen. Und es ist einfach ein großartiges Buch, was natürlich schon mal toll ist, dass ihr ein Buch habt, was die Leute praktisch in eure Seminare eben bringt. Kommen da manchmal Leute mit so einer Skepsis, so von wegen, ihr macht doch hier Chaka-Chaka und Händchen halten und dann ist alles wieder gut? Ich glaube nicht. Manche kommen mit der Erwartungshaltung, dass wir einen ganzen Saal füllen. Das ist ganz spannend, weil es auf der Internetseite anders steht. Tatsächlich ist es so, dass wir kleine Gruppen haben. Das heißt, im Intro-Seminar, im Einführungsseminar, wo es um die Werte geht, sind wir maximal 24. Im Discovery-Prozess, der über 2 Tage geht, sind wir maximal 16.
Und im Do It, also im dritten Teil, wird die Gruppe dann noch mal kleiner. Da sind wir maximal 8. Ist immer noch die gleiche Gruppe dann, die kleiner wird, oder Nein. mixt sich immer neu? Das mixt sich immer neu. Wir sagen auch, es kommen immer die richtigen Menschen zusammen. Das habe ich jetzt gerade auch wieder in Düsseldorf erlebt. Das war ganz spannend. Da war schon beim Intro-Seminar unfassbar viel Energie da. Das hat total Spaß gemacht. Und dann, also entweder machst du es so, dass du gleich 3 Tage durchbuchst, weil wir meistens das Intro und das Discovery in einem Wochenende anbieten. Es kann aber auch sein, dass du im Intro warst und sagst, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal an und buche dann irgendwann das Discovery. Und zwischen dem Discovery, wo du deine Herzenswünsche ermittelst oder herausfindest, die sind ja schon in dir, dann sagen wir, gib so 6 bis 8 Wochen Zeit, bis du dann ins nächste Modul gehst, ins Do-It, weil da werden die Herzenswünsche nochmal so ein bisschen geschärft und wir schauen, was es da noch braucht, um dann halt zu gucken, was ist dein Zweck der Existenz. Das ist dann immer so ein Satz, der dann im Endeffekt rauskommt. Und auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Manche sind im Discovery-Prozess und lassen ein Jahr vergehen. Manche sind schon im Discovery-Prozess so weit, dass der ZDE von alleine kommt. Hatten wir gerade gestern, sind 2 rausgegangen. Die wissen schon, die kennen schon ihren Satz. Die werden nicht ins Do-It gehen. Also auch da ist also alles möglich. Mhm. Du machst ja nun eine Art Arbeit, wo du deren Leben komplett, also sie dabei hilfst, sie dabei begleitest, ihr Leben komplett auf den Kopf zu stellen oder zu verändern oder ja, zu komprimieren oder was auch immer dann eben dabei rauskommt. Wie viel Fanpost bekommst du? Ich meine, das ist ja Lebensabschnitt verändert. Das ist ja nicht nur, ich habe jemandem Hochdeutsch beigebracht oder sowas, sondern es ist ja richtig, ja, es ist richtig tiefgreifend, was du machst in der Arbeit. Es ist richtig tiefgreifend. Wie viel Fanpost? Gestern war es so, also wir nach dem Discovery-Prozess machen wir dann auch mal so WhatsApp-Gruppen, wo dann die Teilnehmer untereinander noch ein bisschen miteinander sich austauschen können, weil das auch schon wichtig ist, in dieser Energie auch zu bleiben, weil du weißt ja, wie das ist, ne? Also du kommst aus einem Seminar 72 Stunden und dann kommt der Alltag dazwischen und dann kommt das Leben dazwischen und so weiter. Das heißt also, es ist auch ganz gut, wenn du noch jemanden hast, der dich dann begleitet. Deswegen bieten wir auch Coaching im Nachgang an, dass wir sagen, und wenn du gerne jemanden an deiner Seite hättest, der dich weiter begleitet, dann sind wir da auch für dich da, fürs Einzelcoaching. Und gestern nach dem Seminar war es so, also heute Morgen kam eine Nachricht in der Gruppe von einer Teilnehmerin, die gesagt hat, sie ist erstmal in ein tiefes Loch gefallen, weil ihr erstmal bewusst geworden ist, was das jetzt alles so mit sich bringt. Und aber über Nacht dann auch tatsächlich wieder die Kurve nach oben gefunden hat, weil sie gedacht hat, wow, was da jetzt alles möglich ist. Mhm. Weil ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das Mantra in unseren Seminaren, dass wir sagen, vertrau dem Prozess und vor allen Dingen vertrau auch dir. Vertrau auf dich, dass du das auch tatsächlich alles kannst. Also ich biete ja auch Einzelcoaching an, unabhängig von John Strelecki, wo es eben auch wirklich darum geht, trau dich, hab den Mut zum ersten Schritt, hab den Mut zur Veränderung, weil ich es selber erlebt habe, wenn du das erste Mal über Grenzen gehst, dann ist es noch schwierig, weil du noch nicht dieses Vertrauen hast. Mhm. Je häufiger du das machst, und diese Erfahrung habe ich eben selber gemacht, über Grenzen zu gehen, was Neues auszuprobieren, umso einfacher wird es, weil du halt dieses Vertrauen hast, es kann nichts schiefgehen. Mhm. Das ist ein schöner Spruch von Pippi Langstrumpf, den ich so mag. Das habe ich noch nie gemacht, das wird sicher gut. Und das finde ich so, ja, das finde ich so beeindruckend, weil es so wahr ist. Wenn du unvoreingenommen irgendwo reingehst und denkst, das wird bestimmt gut, ja, was soll denn dann schiefgehen? Mhm. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und ja, und dafür möchte ich gerne Mut machen, so sich diesen ersten Schritt zu gönnen. Also kommt teilweise auch Post? Ja, natürlich. Wie lange gehen die Seminare, dass man so ein Tief sich zwischenzeitlich über Nacht noch leisten kann? 2, 3 Tage? Oder? Also das Intro ist ein Tagesseminar. Okay. Und der Discovery-Prozess sind 2 Tage und das Do-It sind auch 2 Tage. Okay. Nun hast du ja wahnsinnig viel in deinem Leben erlebt. Ja. Schöne Dinge bestimmt, eben. Aber auch sehr einschneidende Dinge und sehr traurige Dinge. Würdest du sagen, ist ein Coach Ähnliches erlebt haben sollte oder eine ähnliche Tiefe haben sollte, wie auch immer er sie erlangt hat, um als Coach zu arbeiten oder als Reisebegleiter zu arbeiten? Also ich sehe mal, wie ich auf diese Frage komme. Ich habe es eben immer mal wieder erlebt, dass manche Leute sich eben fortbilden
mit irgendeiner Technik, sei es irgendwie NLP, neurolinguistische Programmierung oder aber Hypnose. Und ich habe selber Hypnose gelernt, ich finde es toll. Ich habe eine Freundin oder auch einige, die eben NLP machen, die machen das großartig und sehr wertschätzend. Also ich nichts gegen die Techniken an sich. Nun ist es aber so, dass eben manche sich diese Technik einfach beibringen und dann machen die Persönlichkeitstraining und haben vor sich teilweise eben 40-, 50-jährige Frauen oder Männer, die so tiefgreifende Probleme haben. Und ich merke eben, dass die Leute sich bei mir sehr, sehr schnell öffnen, weil sie intuitiv wahrscheinlich spüren, dass mich es alles nicht schocken wird, weil ich Ähnliches oder ähnliche Gefühlstiefe eben alles auch schon erlebt habe. Natürlich erlebt jeder was anderes und sowas, ne? Es gibt ja keinen besser oder schlechter, aber die merken eben, sie können sich öffnen, weil ich nicht erschrocken sein werde, weil ich wahrscheinlich oder eventuell sogar sagen werde, habe ich auch schon mal gehört, erlebt, wie auch immer. Insofern, mir hilft es total, dass die Leute sich mir öffnen, weil sie diese Tiefe eben in meinem Blick dann eben sehen. Und die habe ich natürlich auch aufgrund meiner Lebenserfahrung eben ganz einfach und aufgrund der Dinge, die ich eben erlebt habe. Also ich reiße mich nicht darum, diese Dinge alle nochmal zu erleben, aber es hat auch irgendwo seinen Vorteil. Glaubst du, dass ein Coach also so eine Tiefe braucht, um das zu machen? Definitiv. Also das Problem in Deutschland ist ja, dass der Begriff Coach nicht geschützt ist. Das heißt also, jeder, der mal ein Wochenendseminar besucht hat oder noch nicht mal das, kann sagen, er ist Coach. Und ich finde das echt, echt schwierig, weil ich glaube, du brauchst diese Lebenserfahrung, du brauchst das Standing, du brauchst diese Tiefe, von der du sprichst. Davon bin ich also wirklich fest überzeugt, dass es genau das braucht, um ein guter Coach zu sein. Natürlich braucht es auch so ein paar Skills. Also ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und habe mich viel mit gewaltfreier Kommunikation auch beschäftigt und habe so damit die Grundvoraussetzungen für den Prozess geschaffen. Und gleichzeitig glaube ich, das wirklich Wichtige beim Coaching ist eben so dieses, ich verstehe dich, ich sehe in deinen Augen, wie es dir geht und ich kann mich in deine Schuhe stellen. Und deswegen kann ich dich begleiten. Also ich glaube, dass dieses Thema Lebenserfahrung und Tiefe viel, viel entscheidender ist als das letzte Zertifikat an der Wand. Und natürlich auch Empathie und diese Achtsamkeit, damit Absolut. Ich eben, wie man es ja früher die Indianer gesagt haben, man einfach ein paar Schritte oder ein paar Kilometer in den Mokassins des anderen gehen kann. Absolut. Und es ist auch tatsächlich so, jeder Coach ist ja anders und ich kenne so befreundete Coaches, die sagen, ja, zu mir kommt immer so eine spezielle Klientel. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, wo ich dann immer so grinse und sage, also jeder bekommt die Klienten, die er verdient. Das meine ich gar nicht despektierlich, sondern das meine ich, du ziehst natürlich genau die Menschen an, was du selber ausstrahlst. Also wenn du so ein Businessmensch bist, wo du sagst, also dir geht es mehr so um die Hard Skills, du brauchst da nicht so eine tiefe Gefühlswelt, sondern da geht es eben wirklich so straight nach dem Weg. Die gehen dahin. Menschen, die zu mir kommen, die spüren eben, bei mir geht es viel um Empathie, bei mir geht es viel um Gefühle, weil ich eben auch selber so ein gefühlsbetonter Mensch bin, wo du dich öffnen kannst mit Themen, die tatsächlich manchmal auch wirklich echt groß sind, wo es Verluste gegeben hat, eben weil ich es auch selber erlebt habe. Und wo so Dinge passieren, wo sie sagen, sie sind in einem großen Loch oder sie spüren eine tiefe Leere in sich, eine Einsamkeit, weil eben das und das passiert und sie ihr Warum gerade nicht finden, warum das so ist, wie es ist und sie da gerne wieder raus wollen. Und ja, und da braucht es eben eher die Lebenserfahrung als das Zertifikat. Ich versuche gerade die richtige Frage zu kriegen. Ich wollte gerade mich ganz spontan fragen, muss man dafür an Gott glauben? Da dachte ich so, ach, müssen wieder. Das Wort ist so bescheuert. Aber dieses Warum finden, ganz viele, wenn die ja sich selbst nach dem Warum fragen, finden dann ja zu irgendeinem Glauben, völlig egal zu welchem. Ja? Hast du da auch das über den Glauben gemacht? Hast du zum Glauben gefunden? Ja und nein. Also ich glaube an keinen Gott. Und ich bin keiner Konfession irgendwie zugehörig. Für mich heißt das ganze Universum. Also ich glaube schon ein Stück weit daran,
dass es dieses Universum gibt im Sinne von, wenn du erstmal losgegangen bist, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, dass es jemanden gibt, der dich dabei unterstützt, weil er halt merkt, dass so die Bereitschaft da ist. Ich glaube allerdings auch, dass das eigentlich aus deiner eigenen Intuition herauskommt, dass wir viel mehr in uns haben, als wir tatsächlich zulassen, dass wir die Freiheit, die wir haben, viel größer ist als die wir uns nehmen. Und wenn es dazu hilft, dass es also ein Universum gibt oder wie immer du das auch nennen willst, dann ist das okay und wichtig und gut. Wie gesagt, ich nutze es auch und gleichzeitig, glaube ich, ist es alles in dir. Also es ist so die Intuition. Nur Vera Birkenbiel hat das mal so schön gesagt. Die hat gesagt, du kommst als Baby auf die Welt und du hast dieses ganze Potenzial in dir. Und das könnte sich so wunderbar entfalten, wenn da nicht was dazwischen käme, was wir Erziehung nennen. Also all das, wo du so passend gemacht wirst und wo eben viel unterdrückt wird von dem, was in dir steckt. Und da wieder hinzugucken und zu schauen, was ist denn wirklich alles in dir und welche Potenziale kannst du leben, wenn du es einfach auch mal zulässt, das ist so dieser Knackpunkt. Und da kann das Universum schon auch ein bisschen helfen. Das finde ich ganz schön, wenn ich zum Beispiel, ich werde ja immer wieder gefragt, gut reden kann jeder, kann ja nicht jeder, ist ja Quatsch und so. Und da, wenn man nämlich an die Kinder denkt,